brauche meine Pokémons für die Trainer. Oh, erwischt. Du bist gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Alter, erstmal beleidigt er mich oder was? Ich bin Profi, Junge. So ein Spaten. Ach, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie er heißt. Naja. Ach, Hugo. Nice. Zickzacks. Los, Kachbar. Dann gehen wir mal Absorber. Weil das ist ja nicht Pflanze, das Vieh. Da zieht das. Bam. Und gibt mir Leben. Aber voll wenig. Ich glaube nur 2 oder so. Na gut, er zieht mir 3 ab. Das ist in Ordnung. Ich muss auf die Aktionspunkte achten, also auf die AP. Nee, es gibt sogar 4 Leben wieder, alles klar. Wo stehen denn die AP? Ach, da. Ach, jede Attacke hat seine eigenen AP, oder was? Alles klar. Da muss ich mich noch hinterwurschteln. Ihr könnt mir auch immer gerne Tipps geben. Also, da seid ihr willkommen, weil ich habe echt nicht mehr so viel Ahnung. Und ich wette, hier sitzen einige Profis unter uns. Schwalbini! Mensch, das kenne ich sogar noch aus irgendeiner Serie, ne? Wie heißen die? Ach ja, Pokémon. Mensch. So, das wäre zum Beispiel so ein Vieh, das würde ich nie im Leben mitnehmen. Das kriegt volles Fund, Junge. Direkt aufs Maul. Zertreten wird sowas. Schnabel. Alter! Das ist sehr effektiv. Hör auf! Ja, Schwalbini besiegt. Ich hab dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Tja, das dachtest du, Junge. Aber hinterher sind wir ja alle schlauer, ne? Was ist das denn, Junge? Ach, Sinelbeeren. Möchtest du Sinelbeeren pflücken? Was sollen denn Sinelbeeren sein? Der Boden ist wieder weich und lehmig. Pfirsichbeeren, ja. Ach, da kann ich jetzt was Neues pflanzen, oder was? Ja, bitte hier alles, genau so eine Sache mir erklären, bitte. Ich habe da keinen Plan, Jungs. Ich meine, ich werde das früher oder später eh wahrscheinlich alles... Da kann ich mich vorbeischleichen. Guck mal, die gucken nur nach rechts und links. Rechts und unten. Komm, wir machen mal Folgendes. Wir geben unserem süßen Lelek... Nein, er ist er nicht. Och, brauche gar nicht. Brauche gar nicht. Wie ändere ich denn die Reihenfolge? Ups. Tausch. Ja. Perfekt. So, dann ziehen wir den mal ein bisschen hoch hier. Mein Ziel? Stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Junge, du hast Zöpfe, da musst du ja erstmal zum Friseur. Hilf mir bei meiner Karriere. Zickzack. Yeah. Oh. Trainerin. Eine Herausforderung von Göre Karin. Zickzacks wird von Göre Karin in den Kampf geschickt. Level 4. Los, Lelek. Auch Level 4, aber weniger Leben. Aber der sitzt bestimmt Heuler in der Noob. Bam. Okay, das wird ein spannender Kampf. Habe ich's gesagt. Ja, das ist egal. Ist egal. Bam. Ja, gut, 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 gut. Perfekt. Zack, seht ihr, es zieht minimal weniger. Wenn überhaupt, ey. Es bringt es einfach fast noch gar nicht. Bam. Ja, das war dein Tod, Junge. So, das müsste es, ja. Und Level up, schätze ich. Ja, Junge. Und kriegt ein bisschen Leben, das ist gut. Neue Attacke? Rutenschlag. Boah, das klingt ein bisschen pervers. Als nächstes wird Knilz von Göre Karin. Was ist denn Knilz? Nö, ich lasse ihn mal hier. Den guten alten Lelek. Was bist du denn für ein hässliches kleines Etwas? Da gebe ich ihm direkt mal Rutenschlag. Bam. Da schwingt er seine Rute. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, Rutenschlag ist fail. Also noch, wie gesagt. Okay. Ich muss gleich einen Trank einsetzen. Das zieht 2. Tackles zieht auch 2. Oh, nee. Okay, dann nehme ich jetzt mal einen Trank.
Trank, Junge. Ja, das ist deprimierend, ne? Ich weiß. Absorber ist ja schon ein bisschen nervig. Dann dauert es einfach nur länger, wenn Gegner das machen. Das ist ja ätzend. Dann gehen wir ihm. Zack, Tackle. Ich habe seine Verteidigung vorhin reduziert. Das ist gut. Alter, mit dem Absorber könnte er mich ganz schön rankriegen. Oh, vielleicht auch nicht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Absorber ist echt gut. Also gerade am Anfang, denke ich, ne? Zieht zwar nicht so viel, aber unterm Schnitt... Oh, scheiße, ein Volltreffer. Oje, oje. Komm jetzt hier. Ja. Und jetzt. Gib ihm. Ah, nice. Wurde besiegt. Oh, das war knapp. Fast Level up. Was willst du, Karriere? Du hast kein Leben. So. Ach, nach unten geht's auch. Da liegt ein Pokéball. Nice. Ah, ne, Trank. Das sah aber nicht aus wie ein Trank. Naja, egal. Oh. Immer dieser Moment, wenn man durchs hohe Gras geht. Ach, na, siehste. Direkt mal hier die Viecher aufladen. So. Direkt mal alle. Und ihr könnt mir auch sagen, wo es coole Pokémon zu finden gibt, die ich mir dann holen könnte, ne? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, oh, halt die Backen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ja, da am Anfang zu einer so und so viel hohen Prozentchance konnte man da im Gebüsch das und das Pokémon kriegen, dass es da kommt, dann, gerne, ne? Immer wieder gerne. Ah, hier wieder krasse Mucke. So, ich hätte gern ein paar Pokebälle. Na bitte. Fluchtseil. Ermöglicht die Flucht aus Höhlen oder ähnlichen. Davon sollte man, glaube ich, eins dabei haben. Ah, das fängt... Aha. Zickzackbrief. Brief tragen mit Zickzacks Aufdruck. Ich habe einen Zickzack. Nehme ich mal mit. Ja, ein. Und Pokebälle hätte ich gern. Nehmen wir mal 5, wir haben ja die Knete. Und dann hole ich mir noch so ein Seil. Fluchtseil. Das ist so ein Plan. Zack. Gut. Halt dein Maul. Tschüss. So, da ist ein alter Sack. Da reden wir hier mal wieder alle an. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Alles klar. Was ist das hier? Eine Arena? Ja, von Blütenburg City. Leiter Norman. Ein Mann, der nach Stärke strebt. Ja, cool, cool. Wohin ist unser Heiko nur gegangen? Wir müssen doch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Alles klar. Ist das Heiko? Junge, deine Mutter sucht dich. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an dem die Augen nagt? Was? Ich habe mich, glaube ich, gerade verlesen. Was siehst du in deinem Spiegelbild? Junge, willst du... Oh, gibt schon Spaß, ne? Das ist unfassbar. Oh, Zen-Meister. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Laber mich nicht zu, ich will nützliche Infos. Seufz. Ich wünschte, ich könnte mit einigen Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Ja. Ja, ja. War hier nicht immer... Hier in der Vitrine vielleicht liegt da was rum, was ich abziehen kann. Nee. Naja. Okay, ich glaube, diese Häuser, das ist irgendwie ein Fail, da immer reinzugehen. Boah, da wir gerade dabei sind, machen wir das normal. So, was willst du? Norman ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er und seine Familie kommen von weit her. Mhm, ja, ich brauche Infos über diesen Mann. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich es sagen? Ich habe mir in die Hose geschissen. Ich habe den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Ja, dann hat er kein Leben, Junge, und ich meine trotzdem platt. So sieht's aus. So, Ei, wer bist du denn? Hey, da! Bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erst die Arena im Ort an.
Schau, das ist die Arena von Blütenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. Ja, cool, das... Okay, ja, das war... Ich schaue es mir mal an, ist klar. Hi! Mein Vater? Na, wenn das nicht Hopp ist! Dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Du bist doch so dumm. Oh, so ist das. Du bist ein Pokémon. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meinen Fußstapfen als Trainer treten. Hopp. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Wer ist das? Ich. Ich hätte so gerne ein Pokémon. Bitte. Wie? Ach, du. Ach, gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da doch einsam fühlen. Daher würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie es geht. Oh, ich verstehe. Hopp, hast du was gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Jungs, labert... Könnt ihr euch nicht mal kurz... Er leitet Pokémon. Zickzacks. Oh, wow! Ein Pokémon! Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko erhält einen Pokéball. Oh, wow! Dankeschön! Jetzt soll ich? Hopp, kommst du wirklich mit mir? Ja, jetzt habe ich so einen Rotzbengel an der Backe. Naja. Dann helfen wir ihm mal, ein Pokémon zu fangen. Hopp, Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wie diesem hier, oder? Bitte bleib hier und schau, ob sie auch richtig... Ob ich sie auch richtig fange, Mann. Wow! Ja, der ist richtig dabei, der Junge. Oh, was ist das denn? Ein Wurm mit einem Helm. Ein wildes Trassler. Ah, er macht das automatisch, okay. Aha, Trassler. Das ist so richtig hässlich. Das wäre eigentlich ein Kandidat für mich. Aber eigentlich arbeitet man immer auf die späteren Entwicklungen hinaus. Also, ich muss mir eigentlich mal einen Plan machen. Ein bisschen googeln und so. Zum Beispiel, was jetzt die... Weiterentwicklung von Trassler ist. Achso, nun muss ich einen Pokéball werfen, oder? Ich werde mein Bestes geben. Voll gegen den Kopf, Junge. Aber er hat einen Helm, das wird schwierig. Das ist quasi jetzt das Tutorial für Dumme. Toll, Trassler wurde gefangen. Ja, geil. Heiko, ich habe es geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Hopp, danke schön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Junge, ich habe gar nichts gemacht. Und, hat's geklappt? Danke. Ja, wunderbar. Hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, Hopp. Achso, es war der Junge. Meine Synchronsprecherqualitäten lassen zu wünschen übrig. Danke, Hopp, dass du mit mir gegangen bist. Willst du mit mir gehen, willst du? Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon gefangen konnte. Ja, ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sich auf mich. Ich muss nach Hause, bis bald, Hopp. Ja, hau ab, Junge. Alter. Nun, Hopp, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metarost City. Megarost City. Gleich hinter diesem Ort. Dort sollst du die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Ich habe zwar Geheimratsecken wie die Hölle, aber erst, wenn du stärker geworden bist, Hopp. Alter, hat echt Geheimratsecken. Gut. Dann, mache ich hier mal einen Cut. Das war jetzt quasi... Pokémon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mir macht's richtig Bock, ey. Aber ich glaube, es wird ein bisschen ein längeres Projekt, also länger als ich dachte. Naja, gut. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, kommentieren. Bis dann.